Herzlich willkommen, lieber Stier, zu deiner Tarot-Wochenbotschaft. Diesmal lege ich für deine nächste Woche das keltische Kreuz. Ich finde tatsächlich, im Dezember kriegen wir wahnsinnig viele Botschaften vom Universum und dementsprechend ist mir die alten Legungen sind mir ein bisschen zu kurz. Gleichzeitig versuche ich das Video unter 10 Minuten zu halten. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ich bretter hier ein bisschen durch, ne, tut's mir an dieser Stelle schon leid. Och nee, Schwertenergie bei dir. Okay, sehr viel Schwertenergie, lieber Stier. Wir haben ja auf der einen Seite etwas, was akzeptiert werden muss. Der Kampf ist vorbei. Wir müssen jetzt nochmal hinter uns aufräumen, Scherben einsammeln und das Ganze akzeptieren. Das Ding ist halt, hier haben wir nochmal eine Karte, die das Ganze irgendwie verstärkt. Du bist damit nicht besonders glücklich, dass es jetzt vorbei ist oder dass da irgendwie auch wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein verlorener Kampf. Ja, als ob du da dich sehr grämst und das Gefühl hast, irgendwie könnte man das noch ändern. Bei der Karte, nee, ich muss sie nochmal umdrehen, 9 der Schwerter ist häufig so eine Karte, man bereut etwas oder man hat irgendwas gemacht, was einem im Nachhinein jetzt auf die Füße fällt, wo man jetzt mit den Konsequenzen umgehen muss. Ne? Von daher auch da gerne mal nachgucken in diese Richtung. Ein Beispiel wäre, du hast eine Freundin geärgert oder irgendwie komisch behandelt, ja, auch das passiert, auch das ist menschlich, ja, und jetzt im Nachhinein, die hat vielleicht die Freundschaft beendet und du bist darüber sehr, sehr traurig. Das Ganze ist im Moment unumstößlich, es fühlt sich an wie ein Verlust. Sowas in der Art sehe ich hier, ja. Meine Lieben, ich möchte einmal kurz darauf hinweisen, wir sind hier in einer kollektiven Legung, das kann nicht auf alle zutreffen, ja. Wenn ihr das nicht fühlt im Laufe der Woche, dann ist es nicht eure Legung. Versucht nicht krampfhaft irgendwas zu finden, was euch traurig macht, nur weil die Kartenlegerin das gesagt hat. So, wir gucken weiter. So, Stier, wir haben hier das Ganze krönt oder ist im Bewusstsein. Wir haben hier eine großartige Energie der Liebenden. Das zeigt häufig so eine Energie von wegen mit vollem Herzblut. Ich bin mit dem vollen Herzen dabei. Es kann aber auch sein, dass du aufgrund deiner Liebe, ne, für die Liebe etwas anderes geopfert hast, was du jetzt vielleicht bitterlich bereust. Auch das ist so eine mögliche Kombination. Die Liebenden zeigt häufig, aus zwei Menschen wird ein Paar. Das muss nicht immer nur bei Herzensdingen sein, sondern kann tatsächlich auch in der Freundschaft, ich sag mal, in der Familie, kann da natürlich auch Liebe auftauchen. Und da kann man auch mit vollem Herzen dahinterher sein, dass man sich irgendwie näher kommt, dass die Beziehung intensiver wird, ja. Wir gucken mal ins Unterbewusstsein. Wow! Das Ding ist, du brauchst eigentlich gar nicht weinen. Ja, das ist natürlich eine blöde Aussage, weil natürlich ist man irgendwie traurig, aber auf der anderen Seite sehe ich hier, mit dem Verlust kommen plötzlich ganz, ganz viele Chancen. Und das ist dir an dieser Stelle noch nicht bewusst. Das ist das Schöne, wenn wir mit den Tarotkarten ins Unterbewusstsein gucken, dass da Dinge aufgedeckt werden, die wir irgendwie nicht auf dem Zettel hatten oder keinen bewussten Zugriff drauf hatten. Ich glaube tatsächlich dadurch, dass du hier Platz geschaffen hast oder Platz geschaffen wurde, weil sich jemand verabschiedet hat oder etwas verloren gegangen ist, ja, bekommst du jetzt hier die Möglichkeit, ganz viele neue Sachen zu dir zu holen oder beziehungsweise sehr viele glückliche Entwicklungen zu erleben. Ne? Das Ass der Münze ist wirklich eines der Glückskarten im Tarot. Man muss aber dieses Glück noch erkennen und zugreifen. Es wird einem quasi wie vom Universum vor die Füße geschmissen, ständig. In einer Tour bekommst du eine glückliche Gelegenheit nach der nächsten, was auch wirklich für nachhaltiges Glück steht, aber gleichzeitig muss man es auch sehen können. Ja, das ist das Ding. Mach die Augen auf. Da ist ganz viel Glück in dieser Woche für dich drin. So. In der Vergangenheit hast du schon mal in die falsche Richtung nach Glück gesucht. Das finde ich spannend. Der Stern steht hier in der Position der Vergangenheit und es ist so dieser Blick in eine gute Zukunft. Und ich denke tatsächlich, das hat sich hier an dieser Stelle erledigt, ne? Denn der Kampf ist verloren. Man ist traurig darüber. Man hat sich vielleicht viel versprochen. Es scheint aber der falsche Weg gewesen zu sein. Deswegen würde ich tatsächlich fast sagen, auch wenn man da ganz viel Hoffnung reingesteckt hat an dieser Stelle, ja, es scheint jetzt wichtig zu sein, dass du nach vorne guckst und dass du vielleicht noch mal einen neuen Weg ausprobierst, weil Glück sehe ich hier in dieser Legung. Ne? Das heißt nicht, dass jetzt hier alles Glück vorbei ist für dich, sondern es geht hier tatsächlich in eine andere Art von Glück rein oder in einen anderen Weg von Glück. Ne? Denn wie gesagt, die Chancen sind definitiv da. Auch wenn der erste Weg jetzt erstmal vorbei ist oder verbaut oder was weiß ich, aber irgendwie scheint das hier tatsächlich scheint das Universum für dich Glück vorgesehen zu haben. So, wir gucken jetzt mal auf die nähere Zukunft.
Die nähere Zukunft, das Glück liegt in der Vergangenheit. Das ist spannend. Das ist eine richtig spannende Legung. Mit den sechs der Münzen, das ist Quatsch, Kelche. Kelche, ich bin wieder zu schnell. Die Kelche zeigen immer so dieses etwas von früher, etwas aus der Vergangenheit. Und häufig zeigen sie auch, die glücklichen Sachen sind in den Kleinigkeiten versteckt. Das sind häufig keine großen Sachen. Das muss nicht immer ein Lottogewinn sein. Ja, das kann tatsächlich auch eine kleine nette Geste sein, die wir so im Alltag vielleicht sonst übersehen würden. Ja, und es zeigt hier einen kleinen Jungen, der einem kleinen Mädchen einen Kelch mit Blumen reicht. Und das ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schönes Bild, weil es halt, wie gesagt, es muss nicht immer das große, dicke Glück sein, was uns halb erschlägt, sondern es können die Kleinigkeiten im Alltag sein, wo wir in Wirklichkeit unser Glück draus ziehen. Und das finde ich hier sehr, sehr spannend. Das hier ist das große Glück, ne? Diese Aussicht auf, ich werde Lotto-Millionär und dann habe ich eine Villa und einen großen Garten und alles ist wunderschön. Und es wird mir niemals mehr an irgendetwas mangeln. Und dann gucken wir hier nach vorne und sehen plötzlich das kleine Glück, was irgendwie auch wichtig ist oder beziehungsweise so das Gefühl des wahren Glück. Und auch da gerne nochmal nach in deine Kindheit schauen. Was hat dich da glücklich gemacht? Kannst du daraus irgendwas wieder zurückziehen? Kannst du da irgendwas mitnehmen? So. Ja, das ist eine schöne Sache. Also das hier, ne? Guck, was du draus machst. Das ist die Karte der Eigeninitiative und der Schöpferkraft, ne? Egal, was du erlebst in deinem Leben, irgendwie scheint das hier für was gut zu sein, ja? Das ist so ein bisschen so eine Kombi von wegen, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Marmelade draus oder Limonade, ja? Das ist eine wahnsinnig schöne Energie, weil der Magier zeigt immer diese Eigeninitiative und diese Kompetenz. Du kannst das. Du musst es halt nur machen oder anfangen zu machen. Das ist häufig auch so die Aussage dieser Karte. Fang an, dich in die richtige Richtung zu konzentrieren und dann fang an, irgendwas für dich zu fokussieren. Du kannst das. Was du dir vorstellst, kannst du umsetzen. Das ist diese Nachricht. Und ich finde es tatsächlich auch immer hier sehr schön mit dem Magier. Er hält seinen Zauberstab Richtung Himmel und die göttliche Kraft fließt durch seinen Körper, durch sein Herz durch und er bringt das, was er sich vorstellt, auf die Erde und kann es realisieren. Guck mal hier, und ich habe sehr viel Unterstützung bei dir im Umfeld. Das heißt, Menschen wollen dir helfen. Sie sind sehr, sehr großzügig mit Hilfe, mit Gesprächen, ein offenes Ohr und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du selber mal nicht weiterkommst oder das Gefühl hast, brauchst hier jemanden, der dir zur Seite steht, da sind Menschen. Und ich sehe hier jemanden, der sehr, sehr großzügig ist und auch gerne für dich da sein möchte. Und das Ganze aber auch ohne Wenn und Aber. Dieser Mensch hat einfach die Kapazität übrig, mag dich so gerne und möchte gerne großzügig sein mit dir. Guck mal, und noch mehr Unterstützung. Eine wahnsinnig schöne Energie. Wir haben hier noch mal Menschen um dich herum, die dich wirklich aus vollem Herzen lieben. Das ist tatsächlich für mich so eine, auf der einen Seite die Dankbarkeitskarte, auf der anderen Seite zeigt sie aber häufig so die besten Freunde. Drei der Kelche, man reicht sich, man feiert Erfolge miteinander, man weint Niederlagen miteinander, man kann sich gegenseitig ablenken, wenn es dem einen nicht gut geht. Von daher, das ist eine wahnsinnig schöne Karte. Und für mich zeigt sie immer diese Menschen an, die man nachts um drei anruft kann und die dann nachts um drei aus dem Tiefschlaf heraus sich deine Sorgen und Nöte anhören, ja? Und solche Menschen hast du in deiner Umgebung und sie werden dir helfen und dich auffangen, ja? Letzte Karte. Okay. Dennoch ist es aber auch ein Teil an dir, ja? Die Arbeit liegt an dir. Ich weiß nicht, ob du hier so Richtung Glück bezogen bist, dass das wirklich das Thema ist. Es kann sich, wie gesagt, um alle möglichen Themen im Leben handeln. Was ich hier habe, ist tatsächlich Ritter der Schwerter. Auf der einen Seite natürlich hast du hier ganz viel Unterstützung. Du hast hier ganz, ganz viele glückliche Gelegenheiten. Aber auf der anderen Seite musst du dich mit diesem Thema nochmal auseinandersetzen. Das musst du nicht heute machen, das musst du nicht morgen machen und auch nicht nächste Woche, aber irgendwann schon. Und das wird kühl und das wird unangenehm und das wird dich aus der Komfortzone rausbringen, damit du eben nicht wieder in so eine Situation reinkommst. Also das ist tatsächlich hier so die langfristige Prognose, damit es dir dann wirklich letztendlich gut geht und du wirklich darüber hinwegkommst, musst du dich damit nochmal auseinandersetzen. Und der Ritter, der Schwerter bringt, ist immer wie so ein kühler, schneidender Wind von der Atmosphäre her, ja. Und das ist aber ganz wichtig, dass du hier auch deine Erkenntnisse daraus schließt, auch wenn es unangenehm ist in dem Moment. So, ich schließe die Legung. Ich hoffe, ihr habt daraus eine Menge Informationen gezogen, auch wenn ich da so ein bisschen durchgebrettert bin. Aber wie gesagt, ich versuche hier das Ganze knapp zu halten, auch wenn ich viele Informationen euch mitteilen möchte. Aber der Zwischenweg ist schwierig zu finden.
Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt. Teilt das Video gern, wenn ihr mögt. Liked es gerne, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein kostenloses Abo auf meinem Kanal da. Ja? Meine Lieben, bis zum nächsten Mal.